Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Ys Origins. Und ja, wir haben jetzt in der letzten Folge das Lotus-Schwert bekommen, die meiner Meinung nach coolste Waffe im ganzen Spiel. Und auch wenn Yudica das Schwert wie einen Sack hinter sich herzieht, kann sie es ziemlich gut schwingen und damit verdammt viel Schaden machen. Und den Phönix loslassen. Okay, dann wollen wir jetzt mal weitergehen. In den Devils Corridor. Was passiert hier? Und ja, wir nehmen Schaden, deswegen ganz schnell raus dort. Ah, was war das? Diese furchtbaren Geräusche. Es fühlte sich an, als ob es sich in meinen Kopf bohrt. Ist das eine weitere Falle, die vom Feind gelegt wurde? Ich sollte mit jemandem darüber reden. Und ja, das machen wir jetzt zum ersten Mal. Erstmal kurz heilen. Dann ins Inventory, was es gerade kurz gehängt hat. Und die lila Shell benutzen. Yudica redete die lilane Muschel und hört Illoyas Stimme. Yudica, wie geht die Suche voran? Yudica berichtet über den Raum mit der schlimmen Musik. Ja, die Magier haben etwas über diesen Korridor gesagt. Wind wird von der Außenseite hineingeblasen und magisch verändert, sodass eine tödliche Musik entsteht. Wind? Also was soll ich tun? Also wenn du weißt, wie der Zuflussmechanismus für die Musik funktioniert, kannst du ihn vielleicht ausschalten. Aber es sieht so aus, als ob wir dafür Zeit bräuchten. Und Zeit ist ein Luxus, den wir gerade nicht haben. Vielleicht kannst du versuchen, die Musik mit einem anderen Ton zu kontern. Einem anderen? Wie? Weil ja, der Sound wird, die Musik wird physisch erschaffen. Aber der Effekt ist halt magisch. Also wird eine Art heilige Musik das Ganze negieren. Heilige Musik. Also ich halte die Augen offen, vielleicht finde ich etwas heraus. Bitte tu das und danke. Yudica tut die Lila Shell weg. Reine heilige Musik. Ich bin keine Musikerin. Wie soll ich etwas Reines und Heiliges spielen? Aber es gab ein Lied, was Lady Fina auch für dich gespielt hat. Und Lady Rhea hat mit ihrer Harmonika mit eingestiegen. Und ich habe jetzt diese Harmonika. Also ja, unser Versuch ist es jetzt, in diesen Raum zu gehen. Und die Harmonika zu spielen. Oh, das klingt schrecklich. Hat keinen Sinn. Ich muss mich an das Lied erinnern, das Lady Rhea gespielt hat. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist so schnell wie möglich durch diesen Korridor zum nächsten Ausgang zu kommen. Und ich habe ja immer noch den Kristall, wenn es zu hart wird. Ja, deswegen erst einmal wieder hier raus. Heilen. Und dann, wenn wir hier reinkommen, sofort den Boost einschalten. Neuen Boost einsammeln. Und ja, hier drin müssten wir eigentlich die Gegner töten, aber erst einmal schnell wie möglich hier rauskommen. Heilpflanze einsammeln und hier ist wieder ein Rohr.
Hallo. Der sagt wieder was, was wir nicht verstehen. Aber er ist natürlich hungrig. Was tust du nur an so einem Ort wie diesem? Ich denke mal, du kannst hier auch nicht weg wegen der Musik, oder? Also gehen wir mal die rote Frucht. Und er sagt wieder was, was wir nicht verstehen. Und jetzt fängt er an zu singen. Oder zu summen oder sowas. Diese Melodie. Die haben Lady Rhea und Lady Fena oft gespielt. Woher kennst du sie? Nun ja, das sind Rose. Im Allgemeinen sind das ja die besonderen Lieblingstiere dieser Göttinnen. Ich habe keine Idee, ich habe keine Ahnung, was du sagst. Aber vielen Dank, Kleiner. Es war sehr schön. So. Und nun können wir das Ganze nochmal versuchen. Ich denke, es wird Zeit, es ist die Zeit, noch einen Versuch zu starten. Und ja, das klingt schon besser. Und die Musik ist weg. Ja, die Musik ist weg. Aber wir gehen noch mal kurz hier raus. Der Roh ist übrigens verschwunden. Und schnappen wir uns mal hier noch mehr von den Heilkräutern. Weil wir waren ja schon ziemlich angeschlagen. Und selbst die Musik hier in diesem Korridor klingt jetzt richtig gut. Da. Ich hau dich mit meinem Schwert platt. Und du kannst nichts dagegen machen. Hier waren, glaube ich, auch noch Gegner. So. Die SP aufsammeln, wie sie droppen. Und nicht von ihnen geflammt werden. Die beiden Level abholen. Und die hier aus dem Weg räumen. Na komm, die lassen wir nicht leben. So, was haben wir hier noch drin? Noch den Boost. Knalle. Und ja, der Phönixhagel ist halt richtig mächtig. Erstens ist es ein Zauber mit Fähigkeit mit Reichweite, was vor allem bei bestimmten Bossen sehr wichtig ist. Und zweitens ist er verdammt schnell und macht viel Schaden. So, und weiter hoch. Können wir ihn mal aufladen. Und ihn mal durch die Gegner durchheizen. So, das hat alle auf einmal getötet. Was wiederum sehr gut ist. Hier noch die SP einsammeln. Noch ein Boost. Muss ich gerade mal gucken. Nein, hier geht's weiter. Wir müssen erst oben lang. So, gehen wir wieder weg.
wenn die hier an Flammen kommen, können wir sie einfach mal mit dem Phönix ein bisschen weg hauen. Hier gibt es nämlich noch was, genau. Kleria-Ohr. Sehr gut. Das bewahren wir uns jetzt selber erst einmal auf. Bis wir die nächste Statue erreicht haben. So. Und ja, ich muss ehrlich sagen, das Feuergebiet ist gerade das, was mir eines der Gebiete, die mir am besten gefallen. Und zwar nicht nur, weil man hier das Lotusschwert kriegt für die Feuerfähigkeit. So. Wow. Oh, hier sind die Hütchen jetzt lila geworden. Und die Perle da. Die sind ziemlich gut gepanzert gegen meine physischen Angriffe, also mit dem Schwert zu hauen ist. Und die töten ist ein bisschen schwierig. So, hier brauchen wir jetzt aber erst einmal wieder den Wirbelwind kurz. Oder was heißt kurz? Wir müssen jetzt den kleinen Langwirbel, um an die Truhe da oben ranzukommen. Und hier ist das Spirit Cape drin. Wie ich finde, diesem Spiel gerade sinnloseste Artefakt, jedenfalls auf den meisten Schwierigkeitsgraden. Weil das macht einfach los. Kann ich euch gleich mal zeigen, sobald ich die Gegner hier groß geworden bin. Gehst du her? Komm her, du blödes Lila, was auch immer du bist. So. Und ja, diese Lila-Hähnchen sollten wir schnell weghauen, weil die explodieren sonst, wenn sie zu lang da rumstehen. Okay, jetzt kann ich euch mal kurz zeigen, was das Cloak hier kann. Da steht, mit spiritueller Energie gesegnet. Heilt es Wunden, wenn man sich nicht bewegt. Und ja, auf normal ist das ein bisschen unnötig, weil wir uns ja auf normal ziemlich gut durch Heilkräuter heilen können. Also es tauchen ziemlich oft welche auf. Und wir haben Legguards erhalten, also Fußschützer mit mehr Rüstungsklasse. Na komm her, du. Die will ich nicht unbedingt da stehen lassen. Obwohl, bleib da einfach stehen. Der Lava bist du mir egal. Sondern sie schützen mich auch für den Kalt, dass ich in die Lava reinfalle davor. Schaden. Ich nehme weniger Schaden, wenn ich in die Lava reinfalle. So. Auch weg. Aua. Ja, wie das jetzt gerade passiert ist, da war ich wohl ein bisschen zu übermütig. So, das ist noch ein großer Phönix. Das dürfte jedenfalls den einen erledigen. Nur du stehst da unpraktisch. So. Leider kommen wir jetzt so an die SP da hinten nicht ran. Aber gut. Und man sieht schon, wir haben schon ziemlich an Höhe gemacht. Wir können jetzt das Land sehen. Und das Meer. Sieht alles ziemlich kaputt aus. Und da drüben war die Truhe, die wir vorhin gefunden haben. Und wieder Level up und hier alles einsammeln. Und uns hier weiter durchhauen. Ah, das war der falsche Weg. Da kommen wir nämlich nicht hoch. Aber trotzdem, den da will ich gerne weg haben. So.
Und hier würde ich mal wieder sagen, es wäre eine gute Stelle für einen Cut. Also bis gleich.